Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment Redux. Und wir sind mitten noch in dem Fall Blutbad, in dem Sir Rodney im Thermenbad umgebracht wurde. Wir haben hier drei potenzielle Verdächtige: Mr. Garrow, Mr. Blinkhorn, der in dieser Therme eigentlich arbeitet bei Ausgrabungen, und Sir Rodney diese aber auch leitet. Also ein, ich sag mal, Blinkhorn hat eigentlich eine der größten Motive, da dieser nämlich vorher diese Art von Ausgrabung geleitet hat und ja diesen Posten verloren hat an Sir Rodney. Und Mr. Pinkin, das ist derjenige, der in die ganze Sache investiert hat. Der Garrow, der ist nur ein Gehilfe, entweder von Blinkhorn damals gewesen oder von Sir Rodney. Was ich aber, glaube ich, erfahren habe, ist, dass Sir Rodney den Garrow ziemlich schikaniert hat. Blinkhorn höchstwahrscheinlich, wie gesagt, auf Rache, beziehungsweise auch dieser Neid da ist, weil, ja, seine Ausgrabung umfang gestoppt wurde und die an Sir Rodney gegeben wurde. Und Mr. Pinkin, so richtig gab es da auch nichts, außer vielleicht, dass es auch um finanzielle Sachen ging, weil Rodney auch nicht allzu weit kam. Wir müssen uns jetzt auf alle Fälle, wir können mal ganz kurz mal gucken, an Sachen Intuition nämlich, was wir jetzt hier alles zusammengesammelt haben. Tödliches Geheimnis. Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung das Motiv für den Mord an ihn sein? Dann haben wir möglicherweise Silberwaffen. Ein Gegenstand aus Silber ist kürzlich im Kohlebecken zu einem Metallklumpen verschmolzen. Die drei, oder ich glaube sogar Pinkin ist sogar noch der vierte, der mit dabei war, die waren alle in der Therme gewesen und haben den Sir Rodney da aufgefunden. Es war so neblig gewesen, dass keiner was gesehen haben konnte. Und in diesen Art von Ofen-Kohlebecken, dort wo die Hitze entsteht und die Kohlen angeglüht werden, wurde ein Metallstück gefunden, der dort zerschmolzen ist. Zum anderen haben wir noch die Überlegung, entweder oder, Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Blinkhorn ist, wie gesagt, der Mann in der Mitte gerade eben gewesen, doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Ergreifen von Sir Rodney gerettet. Er war sehr dankbar dafür, dass er mit Sir Rodney zusammen, also entweder er war sehr dankbar dafür, ich gehe eher davon aus, dass es nicht der Fall ist, weil, sind wir mal ganz ehrlich, du führst irgendwas an und dann wird diese Stelle aberkannt. Das ist ja nicht so, dass der Sir Rodney ihn zur Seite stand und ihm geholfen hat, sondern der hat einfach, ja, die Stelle angenommen, wie ein Trainer, der gefeuert wurde. Also, wir müssen jetzt so ein bisschen Gedanken machen, wo wir noch hingehen können. Ich muss ehrlich gesagt auch erstmal gestehen, wir müssen erst einmal gucken, was wir denn hier alles schon gemacht haben. Haben wir uns die Leiche schon angeguckt? Ich glaube schon. Oder auch nicht, weil Watson wartet hier immer noch. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Oh, jede Menge. Aber wir haben uns die Leiche schon komplett angeschaut. Alles, was grün nämlich angezeigt ist, haben wir uns angeschaut. Oh, obwohl, die Leiche drehen. Ich Vollidiot. Oh, 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 oh. Haben wir auch schon gemacht? Okay, gut. Die letzte Folge ist schon ein bisschen länger, nehme ich her. Also abschürfen. Wir haben die komplette Leiche uns angeschaut. Warum Watson da immer noch wartet, verstehe ich auch nicht ganz. We don't have many leads here. Na, viele Spuren haben wir wirklich nicht gerade. Also wie gesagt, die Leiche haben wir uns angeschaut, komplett auf grün. Wir können noch mal kurz gucken, bei den Beweismitteln, die Zeugen dabei hatten, beziehungsweise die Gegenstände, die Zeugen dabei hatten, ob wir uns da alles angeguckt haben. Aber normalerweise mache ich das immer, weil dementsprechend mehr kriegst du in den Gesprächen raus. Aber das haben wir anscheinend alles getan. Also wir haben schon mal das Gespräch getätigt. Wir haben uns die Leiche komplett von oben bis unten und Rücken und Po und alles hier drum heran angeschaut. Und die Gegenstände, die die Verdächtigen dabei hatten. So, die Therme. Baker Street müssen wir nicht gehen. Wir gehen einfach mal kurz mal wieder in die Therme und gucken uns da ein bisschen um. Irgendwas werden wir ja da schon finden können. Wir können uns zum einen natürlich die Notizen angucken. Dass wir uns einfach mal anschauen, was denn abgeschlossen ist, beziehungsweise was wir jetzt machen müssen. Untersuchen Sie den Tatort und die Therme von Strand Lane. Finden Sie verschwundene Tatwaffe, mit der Sir Rodney Bancliffe ermordet wurde. Welche wichtige Entdeckung war Sir Rodney im Begriff zu machen? Die Sachen müssen wir entdecken. Hier unten ist es schon abgeschlossen. Also ist die Therme vollkommen richtig. So. Also, alles mal von vorne aufdrüseln. Wir quatschen jetzt einfach hier mit den Leuten. Mr. Holmes? Mr. Phillips? Bad for the baths. And my job. Ja,
Wir müssen erstmal hier einen Mord aufdecken. Ich hätte mir das schon alles angeguckt. Also es ist wichtig, sich wirklich teilweise ja alles anzugucken. Champagnerflasche. Aha. So. Einfach mal drehen. Champagne for a special occasion. Könnte es zum Beispiel ein Grund sein, dass er irgendwas feiern wollte? Ah, das ist die einzige Hilfe, die wirklich bleibt, ist halt, ich glaube, das Eis. Ice bucket to keep the champagne chilled. Haben wir immer noch nichts alles gefunden? Vielleicht der Siegel? Nee. Irgendein Etikett oder so? Eis ist geschmolzen. Ach, der Korken. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Also hatten sie wahrscheinlich irgendwas zum Feiern gehabt. Das sind solche Dinge, die können ziemlich wichtig sein. Für uns vielleicht jetzt selber nicht, aber für den Protagonisten Holmes, der kann nämlich aus kleinsten Dingen das Ganze irgendwie herauslesen. Mr. Holmes? So, wir gucken uns mal jetzt hier komplett alles nochmal um. Je mehr man sich eigentlich normalerweise anschaut, desto eher findet man das große Ganze. Nämlich hier in diesem Kohlebecken, da wo es Metallstück gefunden und diese Brille, die da drauf lag, die wir, glaube ich, noch keiner Person zuordnen konnten. So, hier haben wir noch den Blutfleck von der Leiche. I should check this blood sample at Baker Street. Guck mal, da vorne oben haben wir noch... Ich wollte gerade sagen, guck mal, hier ist so ein Schlüssel. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Das mir ist vorher nicht aufgefallen, das ist auch nicht schlecht. So, Dampfhebel. Das war einfach, glaube ich, nur als Beweis gewesen, wie neblig es eigentlich wurde. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. So. Jetzt ist natürlich die Frage, ah, das ist der Hebel, okay. Ob wir denn auch so ein bisschen was sehen? Das war eigentlich, glaube ich, auch nur die Erkenntnis gewesen, dass wirklich alles vernebelt war. Gut, also ich habe schon mal einen Schlüssel gefunden. Wir haben eine Blutprobe, was gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt müssen wir mal dann den Mr. Phillips, der die Therme jetzt nicht direkt leitet, sondern, oder doch, müsste eigentlich, das ist der Leiter oder der Stellvertretende? Einer von den beiden irgendwie. Mal fragen, was mit dem Schlüssel auf sich hat. Ob der denn weiß, ob es da irgendwie einen Ein- oder Ausgang gibt. Die Schlüssel zum Dampfraum. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared, but I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Oh, oh, scheiße, jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst. Den Posten verlassen, morgendliches Telegramm. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, I... The telegram was for someone in Manchester. Habe ich nochmal richtig Schwein gehabt. Mr. Holmes, it's important. I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No. I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Also höchstwahrscheinlich wurde er auch herausgelockt. Kann nämlich sein, dass dieses Telegramm, was er vermeintlich von seiner Schwester erhalten hat, gar nicht von der Schwester war. Hauptsache er verlässt seinen Arbeitsplatz. Das ist so ein bisschen das Ding. Deswegen will ich einfach mal hier wieder komplett
dieses Spiel durchspielen, beziehungsweise an ein Stück, denn man muss sich manche Sachen merken. Ich war jetzt ein bisschen überfordert gewesen. Telegram war für mich das Vernünftigste, aber es hätte auch sein können, dass das Telegram nie aufgesetzt hat. Wir mussten ja so ein bisschen der Lüge bezichtigen, um noch mehr Sachen herauszufinden. Von wem ist der There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Ja. Eigentlich ja. These baths are becoming sinister. Okay, gut. We don't have many leads. Na doch, doch. Watson, die Spuren verdichten sich immer mehr. So, ich will nur ganz kurz mal hier gucken. Oh, warte mal. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Es ist nämlich in dem Sinne das Büro und gleichzeitig die Werkstatt. Da will ich mal gucken, ob wir auch hier wirklich alles haben. Wie gesagt, man sieht ja immer ganz gut, ob man alles hat, ob es jetzt hier grün unterlegt ist. Und ob man auch hier wirklich alles entdeckt hat. Das sieht aber danach aus. Auf dem Boden dachte ich damals immer so ein bisschen, ach guck mal, was hier drauf liegt. Das ist bestimmt wichtig. Das ist in dem Sinne nicht. Und leider ist der Gang eingestürzt. Eigentlich sollten diese schon längst wegbringen. Sollte endlich mal durchkommen. Aber nein, wurde noch nicht gemacht. Gut, dann würde ich mal sagen, Baker Street Blut kontrollieren. Auf dem Weg dorthin können wir noch ein bisschen gucken, was für Einzelheiten wir zusammengesammelt haben. Also, sprich, für neue Erkenntnisse. Und dann kommen wir den ganzen auch schon nach und nach näher. Also, die einzelnen Tatsachen, die einzelnen logischen Schlüsse, die wir zusammenfinden, kommen auf das Ganze. Ab zur Baker Street Blut kontrollieren. Und natürlich, wie gesagt, nebenbei die Herleitung hier uns so ein bisschen anschauen. Denn wir haben jetzt einige Hinweise, zum Beispiel im Kohlebecken, gestohlene Notiz, seltsame Wunde, Garrus Medikamente, rechtzeitiges Auftauchen. Okay. Ach, Auftauchen, ja. Okay, ah, warte mal, doch, Champagner könnte. Passt nicht. Nein. Seltsame Wunde. Nein, natürlich auch nicht. Gestohlen. Nein, auch nicht. Gut. Einfach nur mal so ein bisschen durchklicken. Das ist erst gut, da kannst du nicht viel falsch machen. Aber da fehlt uns noch ein bisschen was. Das Erstaunliche ist auch manchmal, erst zum Ende des Falls löst sich alles auf einmal, dass wir dann wirklich einzelne Punkte, einzelne Herleitungen zusammenschließen können. Das kann manchmal zum Beispiel auch damit zusammenhängen, das Blut. Wenn das Blut irgendwelche Ausschlüsse gibt. Ah, Hallöchen! On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. So, Blut analysieren. Let us analyze this blood sample. Okay. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Gut, eine Pimpette nehmen. Und dann ein bisschen was raufträufeln und dann gucken wir, was jetzt hier passiert. Ein bisschen hier kommen. Water. This blood is heavily diluted with water. Durch den Dampf vielleicht? So, jetzt haben wir neue Herleitung, neues Blut. Sehr flüssiges Blut. Seltsame Wunde. Ah, okay. Ansonsten gab es ja hier, wie gesagt, nichts. Was haben wir denn da? Dann müssen wir uns jetzt wieder so ein bisschen entscheiden und auch selber überlegen. Dampffeuchtigkeit, das ist die Frage. Ist es eine Dampffeuchtigkeit? Ist ja klar, weil viel Wasser drin ist und durch den Dampf. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die auf den Dampf zurückgeht. Ich muss aber eins sagen, es wird einem schon so ein bisschen geholfen, wenn man hinter die Fassaden blickt, also so ein bisschen sich selber Gedanken macht. Zum Beispiel Holmes hat gesagt, oh, fand das selber merkwürdig, dass es noch so flüssig ist. Dementsprechend könnte er schon ausschließen, dass was anderes ist. Also ungeklärte Spur, das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Es muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Ich würde tatsächlich diesen Weg einfach mal gehen.
Weil, wie gesagt, Holmes war selbst gerade ein bisschen überrascht gewesen. So, achso, das war jetzt das Falsche hier gewesen. Wo war... Ah, hier, genau. Gut. Erfragen. Irgendwelche Champagnerflasche und ein Eisbehälter, die im Umkleideraum der Therme gefunden wurde. Kann man gucken, ob ich noch hier irgendwas nachlesen kann. Enzyklopädie. Nope. Da wird das nämlich mal angezeigt, wenn wir was haben. Now we have two maps. We must combine them properly. So, diese Sachen habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Wir müssen jetzt hier die Stelle finden. Kann ich eigentlich hier rauszoomen? Nee. Wo die sich befinden könnte. Und ich glaube zu meinen... Mal gucken. Sollen wir erstmal gerade mal schauen. Können wir hier weiter runtergehen? Ah, können wir. Finden wir schon. Das wird's nicht sein. Eigentlich sieht man es relativ fix. Man muss halt nur ein paar Anhaltspunkte hier finden. Gut, hier weit. Ach, da können wir. Oh, guck mal, wir können ein ganzes Stück runtergehen. Guck mal hier. Gefunden. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans, marked on Sir Rodney's map. Auf nach St. Albans!